So, da ist er, der Alexanderturm. Da gehen wir jetzt ruf. Ich hab für Jans Omi bucht.
Cool. Also ich muss sagen, wird das zum Glück nicht voll. Und das ist wirklich alles sauber und ordentlich und schick hier, wa? Cool, cool. Ach, guck mal, was für Kanada, Chris. Ein Lego CN Tower. Cool. Aber der passt wahrscheinlich nicht in seine Wohnung. Mama hat schon Angst. Nicht das billigste Vergnügen hier, aber ich glaube ja, der Alexanderturm in Berlin, der ist auch nicht viel billiger gewesen. Also alleine die Aussicht hier, die lohnt sich schon. Kann man mal machen. Und wir haben einen ganz coolen Platz. Und zwar, da, jetzt spiegelt die gerade ein bisschen blöd. Und zwar, es spiegelt. Ich zeige euch gleich, da unten jedenfalls. Da kann man jetzt übrigens unseren LKW sehen. Da steht er. Oh Gott. Da ist er. Ja, das sind die Schatten von den Wolken. Ach, guck mal, da ist gerade ein Flugzeug. Oh, guck mal, da fliegt gerade eins los. Seht ihr? Cool. Ah. Kommt gleich die Glasbrücke.
Guck mal, hier kannst du gucken, wie sich der bewegt. Alter, ernsthaft? Hier ist tatsächlich ein Pendel drin, ne? Das war sehen, wie sich das Ding wackelt. Na, aber doll ist er gerade nicht. Nee, doll, aber ich merke jeden Zentimeter. Ach, guck mal, Sammy, das Flugzeug. Komm mal her. Guck mal da. Das landet jetzt. Cool. Ah, wo kann man denn Flugzeuge von oben landen sehen? Und Touchdown. Kommen die nächsten Wehen an der Wand lang. Wandläufer. Guck mal, Kinder, da könnt ihr sehen bei dem Pendel. Oh, guck mal, wie sich das jetzt bewegt. Gerne gemacht hätte. Wird nur für dieses Fenster gilt. Ja. An. Soll jetzt aber nicht rassistisch klingen. Ja, wir müssen da jetzt irgendwie links rumbiegen eigentlich. Wir stehen aber auf die Geradeausspur. Mal gucken. Und fast ihn überfahren. Mann, Meter. Das schaffen wir auch noch. China. Ich kenne aber Fotos von China.
dass man nicht sieht, was vor ihm wirklich los ist. Naja, tröste mich einfach mit dem Gedanken, dass es immer ihren hinter mir gibt, der noch denselben Gedanken hat. Mal, dass man fahren kann. Also bis jetzt haben wir nur gestanden, die letzten 20 Minuten. So. Ich hab mir schon irgendwie die ganze Zeit immer, sei mal kurz leise. Ich hab mir ja die ganze Zeit schon immer irgendwie so einen Apple Pie, so einen richtigen amerikanischen, wollte ich mir schon, seitdem wir hier sind, kaufen. Aber jetzt ist heute meine Boots. Ich bin 35 geworden und 36. Oder 36 und jetzt halt mir ihn gegönnt hier. Also ich muss sagen, der ist zwar auf dem ersten Haps ganz schön süß, aber er schmeckt echt mega lecker. Ja, genau. Mega lecker. Gucken wir nochmal. So. Hier haben wir jetzt ein Plätzchen. Der Hund. Hier haben wir jetzt ein Plätzchen in so einem Park gefunden. Ich weiß ja nicht, ob das hier noch Toronto ist, aber wir stehen jetzt da hinten. Das ist gerade den habe ich zum E-Bike, also zum E-Motorrad-Cross-Bike-Mix gekommen. Der hat gerade hier auch. Und der hat gerade mit Nicole auf den Sack. Hier bleiben wir jetzt mal bis morgen früh. Morgens um 7 in Toronto. Da hinten ist übrigens der Tower. Da muss man mit der Lani. Wir haben hier übrigens um eine Ecke, ist hier so ein Park. Da haben wir übernachtet. Ich bin jetzt hier eigentlich bloß mal schnell. Ach, hier ist eine Hundewaschanlage. Ich bin jetzt hier eigentlich bloß mal schnell hingelaufen, weil ich mal hier vorne ist ein Eisladen, wo sich gerade dieses Hörnchen bedient. Mal gucken, wie teuer das ist, aber kostet auch ganz schön derbe. Jedenfalls ist hier vorne noch dieser witzige Laden. Hier. Weiß ich nicht, ob das hier nur für Halloween ist, aber. Sieht schon irgendwie ganz witzig aus, was der hier sich gebaut hat. Wollten wir heute zum Lake Erie weiterfahren, der ist so 2 Stunden von hier, aber wir haben hier Daniel heute früh kennengelernt, der hat irgendwie gestern Abend uns hier wahrscheinlich kommen sehen oder unseren LKW da unten stehen sehen und kam heute früh, wo ich mit der Lani hier laufen bin, mit ausgestreckter Hand auf mich zu, ja, im Daniel. Und ja, hat mir von seinem, also hat mir erzählt, dass er unsere Webseite angeguckt hat und Videos schon geguckt hat und so weiter. Und ja, jedenfalls kam er dann, beziehungsweise kam er dann nochmal zum LKW und hat uns dann eingeladen. Er wohnt gleich hier vorne. Da. Ungefähr, wo die Kinder da stehen, hinten rum, rechts. Und ja, wir können bei ihm Wasser tanken, alle und so weiter. Ja, haben wir ein bisschen gesprochen. Sein Nachbar kam dann noch, der kann ein bisschen Deutsch. Und ja, jetzt bleiben wir die Nacht noch hier.
Da hinten wird gerade... ...irgendeine Serie gedreht, da ganz hinten. Da ist jeweils alles ein bisschen beleuchtet. Da laufen anscheinend auch irgendwelche Stars rum, aber ich habe nicht richtig rausgekriegt, welche. Star Trek ist es jedenfalls nicht, steht hier auf dem Schild. Ah, ich weiß es nicht. Den sieht man sehr in Deutschland selten. Wenn es ein echter ist. Cool, 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 cool. Voll interessant. Die haben gestern 10 Riesentrucks gestanden, die ganze Straße lang, alles abgesperrt. Da drüben. Das sah aus wie eine Pizzeria. Gestern Abend um 11. Jetzt haben wir es um 8. Stehen jetzt noch 3 so eine kleinen LKWs, die irgendwie noch abbauen. Mit gestern Abend auch gerade gestanden und alles Mögliche. Und da drin ist nichts mehr Pizzeria. Einfach nur noch ein leerer Raum. Voll verrückt. Voll verrückt. Die Amis. Wir waren jetzt hier 2 Tage bei Daniel und seiner Familie, die it's a fan. And we have okay, ich versuch's mal durch. wir haben hier noch Wasser getankt. Wir haben umsonst bekommen und jetzt haben wir gerade den, jetzt machen wir hier den LKW noch startklar, dann geht's ab to Niagara, wird's ein Abstecher to Lake Erie. Und yeah. Ja, also liebe Grüße, Daniel, it was very... It was a pleasure to meet you all. Yes, yes. Very, very pleasure. Yes. Big pleasure. Okay. Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Danke. Die Palute. Ja. Sollte da leise sein.